Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The World Before. In der letzten Folge habe ich damit aufgehört, eine rote Tulpe zu suchen und damit möchte ich jetzt auch gerne weitermachen. In diesem Sumpf hier werde ich sie aber glaube ich nicht finden. Dennoch laufe ich jetzt mal hier durch und schau mal, was hier sonst so Schönes gibt. Saplings. Mist, ich dachte, das ist eine rote Tulpe, aber das ist irgendein rotes Viech. Grüß Gott, liebes rotes Viech. Ich lass dich mal in Ruhe. Schon wieder Kürbis. Ah, was sehe ich denn da hinter den Kürbissen? Bitte lass es ein paar Tulpen sein und nicht wieder diese anderen. Ja, es sind wieder diese anderen. Aber da könnte doch auch mal eine Tulpe spawnen eigentlich. Oh, das hier gefällt mir gar nicht. Schnecke, geh hier lieber weg. Den müssen wir bei... Oh Gott, ich wäre da fast reingefallen. Den müssen wir bei Gelegenheit dicht machen. Damit hier kein Waldbrand entstehen kann. Toll, ich habe mich auch noch verlaufen, aber ich komme so zurück zum Haus. Wildschwein, irgendwie habe ich immer Angst vor denen. Aber die tun mir in dem Modpack hier nichts. Im alten haben die mich immer angegriffen. Da kamen die durch einen anderen Mod, da waren die böse. Da wart ihr böse, hier seid ihr lieb. Hier tut ihr mir nichts. So, hier ist noch was Rotes. War natürlich keine rote Tulpe. Wäre ja auch zu schön. Dann gehe ich einfach mal darüber. Auf die andere Seite des Flusses. Wobei hier am Ufer, guck mal, da ist es auch noch rot. Die sehen irgendwie immer niedlich aus. Warum denn immer nur die Dinger hier? Ich habe nicht, na doch, ich habe Platz theoretisch im Inventar. Okay. Toll, ich wollte eine schöne Arschbombe machen. Ich bin einfach reingestolpert. Peinlich. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich fängt es jetzt auch noch an zu regnen. Komm, hier muss doch mal eine... Hier ist auch klar, aber hier muss doch mal eine Tulpe irgendwo sein. Das ist wirklich belastend. Hey, ein Ei. Oh, hier blüht's rot. Aber auch keine Tulpen. Das ist natürlich echt blöd. Ich war hier in der Savanne. Wachsen doch eigentlich auch keine Tulpen, oder? Kann ich nicht theoretisch mal auf der Map gucken? Also hier in die Richtung sieht es schlecht aus. Das hier sind alles Blumen. Was ist das? Das sind, glaube ich, Tiere, die... Nee, warte mal. Rote Punkte sind ja böse Sachen. So war das, glaube ich. Ich könnte nochmal hier in diesen Wald gehen. Was ist das eigentlich? Aber ich laufe jetzt erst nochmal kurz geradeaus, aber das sind die, ne? Ja, verdammt. Wie heißt ihr? Poppy. Von dir habe ich genug daheim. Oh, hallo, kleiner Vogel. Das ist irgendwie so ein komisches Klima gerade hier. Das ist irgendwie noch so neblig vom Regen, aber auch hier so furztrocken. Weil wir halt in so einer Savanne sind, ne? So, ich gehe mal hier hinten im Wald gucken. Aber das sieht auch nicht gut aus. Das sind auch die... Na, guck mal, hier regnet es wieder. Deswegen ist es da auch so neblig. Moment mal, Regen bedeutet aber auch Gegner. Vor allem hier im Forest. Was seid ihr? Lilien. Wo haben sich denn die roten Tulpen versteckt? Hier kommt nichts mehr. Doch, da ganz vorne an der Spitze. Aber das sind auch keine Tulpen. Ja. Belastend. Hier sieht es nicht nach roten Tulpen aus in meiner Nähe. Vielleicht hier in dem Wald. Aber auch hier ist nichts rot. Das sind safe auch die. Ich gehe zurück und mache da einfach eine andere rein. Was will das Spiel tun? Oh, da hat sich gerade geschüttelt. Wie süß. Ganz ehrlich, was will das Spiel tun, wenn ich einfach eine andere rote Pflanze da reinsetze? Zwingt mich keiner, dass ich die Tulpe nehme. Ganz ehrlich. Als ob ich mich wegen so einem Mist jetzt hier stundenlang auf die Suche begebe. Hintern. Am Hinterteil, um es family friendly auszudrücken.
Oh, guck mal, wie schön auch der Regen hier so auf dem Wasser. Das ist ja cool gemacht. Ah, keine Ahnung, wodurch das kommt, aber es ist schön. Ah, hier müssen die Dinger auch rein. Mann, das nervt mich jetzt. It's going on my nerves. That's perfectly English. Like the dragon would say. Aber waren wir schon mal, oh Gott, waren wir schon mal irgendwo, wo ich rote Tulpen finden könnte? Hier oben waren wir da irgendwo, waren wir da? Hier haben wir ein Haus, also ein Dorf, wo wir schon waren, da könnte ich hin. Aber hier sieht es auch nicht tulpig aus. Das ist der Birkenwald. Ich könnte halt mal durch den Birkenwald gehen. Das wäre wirklich das Einzige, was ich noch machen kann und schauen, dass ich hier mal irgendwie da so ein bisschen nach links. Das sind wieder die Dinger. Wieder diese Poppies. Leck mich, du Kackspiel. Wieso denn nur Poppies? Wieso denn nur Poppies? Guckt euch an. Nur Poppies spawnen hier. Ich will aber Tulpen. Wo ist spawnen Tulpen? Safe auf so Wiesen. Also nur diese Dinger, Mann. Was hab ich im Spiel getan? Muss noch mal gucken. Vielleicht gibt's auch noch irgendein Dorf, wo wir waren, wo wir vielleicht ein anderes Biom haben, wo es Tulpen geben könnte. Ja, wir brauchen ja auch ein paar mehr davon. Wo waren wir denn sonst noch so? Wir waren hier. Meint ihr, das ist eine Tulpe? Eine einzige? Lasst es uns herausfinden. Ich war in einem Ding drin. So, ich mach meine Waffe mal weg, weil wir sind ja... Oh, guck mal, das sind Tulpen. Nein! Nein, das sind auch diese Dinger. Ich werd nicht mehr... Warum? Das war eine Cornflower. Ey, das ist doch lächerlich. Wo waren wir sonst noch? Und warum fehlt hier so ein Stück Map? Ich wette, auf dieser Insel... Ja, aber das... Ich sag's euch, das sind alles die gleichen Mistdinger. Hier auf so... Da, vielleicht das. Okay, wir gehen zu dem Dorf. Wieso ist das passiert, wenn ich fragen darf? Wieso bin ich vom Himmel gefallen? Der Waypoint sollte hier sein. Wieso habe ich den da hingesetzt? Create Waypoint. Dorf im Wald. Dark Green. Dann machen wir den mal bitte weg. Wie zum Teufel kommt der da hin? Das ist so lächerlich. Und dann wollte ich jetzt hier über die Wiese, ne? Ja. Und dann da hinten im Wald gucken. Ah, guck mal. Hier sind aber auf jeden Fall Weiße. Die nehme ich auch nochmal mit, aber man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir die später auch nochmal. Lieber haben, als nicht haben. Die können wir ja mal zusammenlegen. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Was haben wir hier Schönes? Das ist Allium, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber hier finden wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die uns sonst fehlen. Okay, guck mal hier in der Spatzenfamilie. Flieg frei, ihr seid frei. Da! Oh mein Gott, perfekt. Oh, Glück gehabt, Alter. Aber ich muss um die halbe Weltkugel reisen. So. Die ballern wir uns schön rein hier. Nehmen alles mit, was ich kriegen kann an den Dingern. So. Snack. Okay. Und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Nee, ich habe bei meinem Zuhause keinen Waypoint.
die Regel besagt, dass ich darf mich nur zu Waypoints teleportieren. Oh, es wird dunkel, herrlich. Okay, man muss jetzt einen Sprint hinlegen, wir müssen in die Richtung. Ich habe keine Lust auf den Kampf heute Nacht. Ich will einfach schnell nach Hause pennen und dann diese dämliche Tulpe platzieren, wegen der ich jetzt hier fast 1,5 Folgen Drama hatte. Okay, sollte ich noch schaffen, bevor es dunkel wird. Ich will halt auch nicht, dass wir spawnen, weil sonst haben wir es wie in der letzten Folge, dass dann die Creeper da rumstehen. Das muss ja auch nicht sein. Das ist aber auch schön, dass wir jetzt Jahreszeiten haben und so. Ich weiß halt nicht, die Jahreszeiten, passen die sich auf meine aktuelle Zeit an, in der ich wirklich bin? Oder change das alle paar Wochen im Spiel? Muss ich mich mal mit auseinandersetzen, kann man bestimmt einstellen. Weil sonst dauert es, bis es hier mal Schnee gibt und so. Mal laufen noch richtig. Lass mir kurz die Schnauze voll. Ja, nee, muss schon eher so in die Richtung. Okay, let's go. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Wird es überhaupt dunkel? Ja, ich glaube aber schon, dass es dunkel wird. Oh, okay, da hinten sehe ich mein... Hallo Kuh. Da hinten sehe ich meinen Gebäudeplan. Mein Blueprint. Also ab geht's dahin. Schnell die Dinger platzieren. Und Zäune brauchen wir dann. Um die Zäune würde ich mich in der... Also würde ich mich als nächstes kümmern. Ich hoffe, der Regen hört auf, wenn ich geschlafen habe. Zieht mich schon ein bisschen runter. Aber ein Gewitter ist das nicht. Das heißt, pennen darf ich nicht, oder? Doch, darf ich, okay. Aber wahrscheinlich, weil es einfach spät genug war. Da trinke ich doch schnell nochmal einen Schluck Water. Wenn wir schon die Zeit hier überbrücken müssen, in der ich schlafe. Ich könnte die Nächte noch einen Ticken kürzer einstellen. Die haben sich resettet, weil ich letztens den Mod neu installiert habe. Und da wurde die Config überschrieben. Kann ich einstellen, dass die Nächte ein bisschen schneller vorbei sind. Und jetzt können wir hier Töpfchen platzieren. Zack. Tulpi rein. Toll, jetzt habe ich nicht mehr genug Töpfe. Ich werde wahnsinnig. Hier brauche ich es auch noch. Nee, das war doch falsch. Habe ich die noch dabei? Ich brauche Töpfe. Oh nee, für Töpfe braucht man Ton. Ich habe doch keinen Ton. Hier hätte die hingemusst. Was ist das für ein Ding? Azalea. Iggy Azalea. Okay. Habe ich Azalea? Habe ich The Realist? Habe ich eigentlich? Nur wo ist the question? Oakleaves? Ich hab das doch. Wir hatten das, wir hatten Azalea. Wheat Seeds, okay. Ich habe keine Azalea. Belastend. Das wird auch noch spaßig, die Dinger hier zu finden, ne? Diese Seegurken. So, was ist das? Das ist Oak Leaf. Das müssten wir aber haben. Oder Oak Leaf? Mangrovenleaves. Sag mir nicht, das habe ich auch nicht. Was bin ich denn für Opfer? Ich habe ja nichts. Oakleaves hier. So. Das
Können wir schon mal platzieren überall. Das ist das. Oakleaf. Oakleaf. Hier brauchen wir Holz. Hier brauchen wir Oakleaf. Und hier brauchen wir Oakleaf. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Ton. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird lustig. Okay, aber hier kann ich theoretisch einen höher gehen. Ah, guck mal, das haben wir aber. Och, und hier brauchen wir Kerzen. Wie machen wir den Kerzen? Dafür brauchen wir Bienenwachs. Ja, okay, die Dinger kommen später dran. Dann gehe ich nochmal eins höher. Und mach nochmal mit dem Holz weiter. So. Zack. 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 Zack, zack. Was ist das? Oh ne, das war völlig falsch. Weil da muss erst noch was drunter, ne? Das müsste so einer hier sein. Wo habe ich sie hin? Nee, habe ich die weggetan? Scheinbar ja. Okay. Das ist wieder ein Fass. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Menge von diesen Falltüren. Könnte ich eigentlich mal ein paar machen. Zwei. Lächerlich. Warte mal, wir brauchten hier auf der Höhe auch welche. Ah, guck mal, hier kommt noch eine dunkle Falltür hin. So. Da kommt Holz hin. Den haben wir auch schon. Wieso habe ich die noch nicht platziert gehabt hier? Habe ich wohl vergessen. So, hier kommen wieder Kisten hin. Hier kommen die noch hin. Das wird da eingepflanzt. So, hier muss ein normaler... Das ist normale Eiche, oder? Habe ich nicht mehr. Bodenlos. Ach so, genau hier kamen die hin. Nee. Das war nix. Wir brauchen hier echt Eichenholz. Und die Treppen, die habe ich aber dabei. So. Dann kommt hier noch so eine hin. Hier kommt dann wahrscheinlich ein normaler Block. Nehme ich an. Genau, dann kann da eine Treppe dran. Super. Gut, die beiden fehlen uns. Der passt. Der passt. Den müssen wir noch hinmachen. Fensterscheiben, klar, die kommen später. Hier kommen noch Kisten hin. Ich mache aber jetzt gleich nach der Folge hier Schluss und nehme morgen in Ruhe weiter auf. Das passt auch. Okay. Dann sind wir doch schon gut weit gekommen. Die Türen kann ich hier eigentlich noch hinmachen. Habe ich noch normales Holz? Nee, ich habe gar kein normales Holz mehr. Da müssen wir echt mal gucken. Müssen wir noch normales Holz holen gehen? Weil das scheint hier echt jetzt momentan zu fehlen. Oder habe ich hier in der Kiste noch welches? Nee. Hab ich hier noch? Auch nicht. Alles Spruce. Darnell. Spruce Darnell, kennt ihr den? Wir wollen aber Oak. Ne? Spruce Oak. Genau, wir wollen Oak. But I got no oak. Here's that oak I need. Perfect. Alright, dann platzieren wir das noch schnell.
die Türen hier einmal. Erstmal muss ich daraus a little bit. Ah, Mist. So, wo hab ich's hin? So. Warte mal, von wo muss ich die setzen? Von hier, ne? Ja. Wo war die andere? So. Naja. So. Die lassen wir natürlich offen, sonst stehen die uns selbst nur im Weg. Und dann packe ich jetzt einfach hier in die Kiste mal mein ganzes Inventar rein. Dann sortiere mich mal neu. Und mach dann in der nächsten Folge weiter. So, die kann ich nämlich dann aufsammeln, dass die uns verloren gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das kurz aus und versuchen mal hier vom aktuellen Stand des Hauses ein schönes Bildchen zu machen. Ja, sieht immer so dumm aus. Toll. Ja, klasse. Wirklich klasse. Hier würde ich einfach sagen, so. Zack. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schaltet morgen 15 Uhr wieder ein zur nächsten Folge Let's Play Minecraft The World Before. Download-Link zum Modpack ist in der Videobeschreibung. Supportet mich gerne bei Modrind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.